Während die Bilder gemacht werden, kann ich ja schon mal ansagen, welche Mannschaften als erstes spielen werden. Für mich ist das Miteinander ganz wichtig, das gegenseitige Respektieren. Wir haben in unserem Beruf täglich mit Menschen zu tun, mit Jüngeren, mit Älteren, mit Männern, mit Frauen, mit Deutschen, mit Nichtdeutschen, mit Christen, mit Juden, mit Muslimen. Es geht gar nicht anders, dass wir all den Menschen, und der Mensch steht da im Vordergrund, ohne Vorurteile begegnen. Allerdings erwarten wir auch, dass wir ohne Vorurteile angesprochen werden und mit uns umgegangen wird. Herzlichen Dank für die Unterstützung, sage ich das als Oberbürgermeister, an die Fraktionen im Rat, dass wir sowas hier in Hannover machen können. Vielen Dank. Lass uns doch gleich Tor machen. So, jetzt geht's wieder zum Weißen rüber. Jawohl! Oh, jetzt geht's wieder zum Weißen rüber. Oh, nein! Das hast du für eine erfolgreiche Hose. Kleine Herzen Hannover e.V. Frau Ira Thorsting, die Kleine Herzen Hannover e.V., was verbirgt sich hinter diesem Verein? Die Kleinen Herzen Hannover Hilfe für kranke Kinderherzen unterstützen ausschließlich ehrenamtlich in der Medizinischen Hochschule Hannover die Kinderherzstation und die Intensivstation. Apropos Intensivstation, die Kleinen Herzen haben einen Infostand. Wenn Sie das Zelt da hinten sehen, das weiße Zelt, da ist die Feuerwehr und da ist auch Dr. Michael Sasse. Dr. Michael Sasse ist der leitende Oberarzt der Kinderintensivstation der Medizinischen Hochschule Hannover und er macht heute eine Notfallrettungsmaßnahme. Elektroden nicht auf die Kleidung und nicht übereinander kleben. Achso, ja, alles klar. Aber man muss es wirklich geübt haben, weil sonst dauert es zu lange. Ne? Auf den entblößten Brustkorb drücken. Ziemlich einfach genau drauf. Darauf achten, dass der Elektrodenstecker fest eingesteckt ist. Unbedingt Abstand vom Patienten halten. Ah ja. Herzrhythmus wird analysiert. Das ist ja Wahnsinn. Das wusste ich gar nicht. Hauptsache, du kriegst die Pumpe zum Leben. Und mit Gedanken mitzählen. Weiter. 45 Sekunden bis zur Analyse. 7, 8, 9, 10. Sehr oder nach oben. Genau, Oberschenkel. Ja. Dann den Finger gegen die Kiefer und zieh den Kiefer einfach hoch. Ah ja. Und jetzt einfach den Beutel ganz gut zusammendrücken. Noch mehr überstrecken. So, jetzt richtig feste drücken. Noch ein bisschen mehr überstrecken. Schön. Perfekt. Oh, jetzt kommt ja, voll. Achso, das muss nicht hochkant, ist das schön. Also der muss sich so heben, als wäre das ein normaler Art. Super, sehr gut. Jetzt ist es 15.30 Uhr, jetzt wollen wir auch gleich anfangen. Ja! Dann könnt ihr mich auch gut hören, oder? Ja! Super, ganz toll. Super, dann kannst du jetzt losgehen. Aber vorher wünschen wir euch erst nochmal einen wunderschönen guten Tag. Ja, super. Hallo, ich bin Maggie. Hallo, Maggie. Mann, hier ist ja was los und ihr seid alle total nett. Mensch, Charlie. Ja, was denn? Ich wünschte, bei mir in der Klasse wären auch alle so nett. Wie Stress? Mhm. Mit wem hast du denn Stress? Na, mit Boris. Wie, mit Boris? Cool. Mhm. Hast du schon gemerkt im Deutschunterricht? Da melde ich mich auch schon nicht mehr. Stimmt, aber warum denn nicht? Na, eigentlich kann ich das ganz gut. Aber immer, wenn ich mich melde, dann kommt der Boris und sagt sowas wie, ey, du Streberin, du Besserwisserin, du kannst doch gar kein Deutsch, was willst du denn schon wieder melden?
Die kleine Ameise glaubte wirklich, dass sie eine wichtige Rolle in dem Spiel hätte. Überglücklich machte sie sich davon und kletterte nach oben auf den Wasserhahn. Karıncanın kardeşi oyunda önemli bir rol olacağına inandı. Sevinçle uzaklaşıp musluğun tepesine tırmandı. Sich, spürt es das Große nicht. Ein großes und ein kleines Herz gemeinsam. Die brauchen sich, sonst fühlen sie sich einsam. Kleine Herzen haben Angst in der Nacht. Für große Herzen heißt das aufgewacht. Gemeinsam, da könnt ihr was bewegen und das Große zu den kleinen Herzen legen. Wenn große Herzen für kleine Herzen schlagen, kann man was verändern, man muss Tränen nicht ertragen. Große Herzen brauchen wir so sehr. Es werden immer mehr.